Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Antrag zur Karenzzeit für Senatorinnen und Senatoren hat ja nun schon gut 2 Jahre auf dem Buckel. Wir haben den hier im Januar 2014 erstmalig beraten. Und ja, es stimmt, Herr Kollege Zimmermann, Anlass war damals, oder zumindest der Aufhänger für die Grünen, waren damals die Absichten der Deutschen Bahn AG, den früheren Kanzleramtsminister Pofalla als Lobbyisten in den Vorstand zu holen. Was ja inzwischen auch passiert ist, den hat er, den Job, und zwar seit 1. August 2015. Wenn Herr Zimmermann jetzt sagt, naja, Pofalla, sonst fällt mir eigentlich nichts ein, da gibt es ein Problem. Immer wenn es einen konkreten Fall gibt und irgendjemand schlägt das vor, wird man hier in diesem Haus von irgendeiner Seite hören, Edge, ihr instrumentalisiert das ja, das kann man doch nicht machen, wenn ein konkreter Fall da ist, das geht ja so nicht. Und wenn kein konkreter Fall da ist, dann sagen diejenigen, die so eine Regel nicht wollen, na, es gibt ja gar keinen Anlass, es gibt ja gar keine Fälle, also müssen wir das nicht machen. Da muss man sich jetzt schon mal irgendwie entscheiden. Also entweder sozusagen man macht das fernab vom Fall, abstrakt, was ich für gut halte, jetzt haben wir gerade keinen Fall, jetzt sollte man es machen. Oder man will es nicht, dann soll man es sagen. Also eins von beiden. Und der Gesetzesänderungsantrag der Grünen ist ja jetzt nicht irgendwo ganz weit hergezogen, sondern das Landesbeamtengesetz hat in § 68 eine solche Karenzvorschrift schon drin. Die gilt für Beamtinnen und Beamte, Staatssekretärinnen und Staatssekretäre analog. Das heißt, sie müssen eine Tätigkeit anzeigen, wenn sie aus dem Dienst ausgeschieden sind, innerhalb einer bestimmten Frist. Und danach entscheidet die zuständige Dienstbehörde über die Zulassung anhand der Frage einer möglichen Interessenkollision. Ich finde es jetzt durchaus folgerichtig, dass die Maßstäbe, die man bei Beamtinnen und Beamten, bei Staatssekretärinnen und Staatssekretären anlegt, auch bei der politischen Führung anlegt. Und ich finde auch, dass der Antrag der Grünen der Tatsache Rechnung trägt, dass Senatsmitglieder eben keine Beamtinnen und Beamten oder keine Staatssekretärinnen und Staatssekretäre sind. Die Frist von 2 Jahren hat die Grünen-Fraktion an die Zahlungsdauer des Übergangsgeldes geknüpft, die Senatsmitglieder beanspruchen können. Im Landesbeamtengesetz beträgt die Frist 5 Jahre, beziehungsweise 3 nach Ausscheiden bei Erreichen der Altersgrenze. Es ist also eine Frist, die sich auch in der Sache durchaus rechtfertigen lässt, da kein Senatsmitglied in eine existenzielle Notlage geraten kann, zumal, machen wir uns nichts vor, es ja durchaus einen vielfältigen Arbeitsmarkt gibt mit mannigfaltigen Möglichkeiten der beruflichen Selbstverwirklichung. Meine Damen und Herren, wir meinen, es sollte eine solche Regel zukünftig geben. Und wir werden deswegen als Linksfraktion diesen Antrag heute auch unterstützen. Und wenn es in der seinerzeitigen Plenardebatte manche Frage gab in Bezug auf die Berufsfreiheit, ich habe nach Prüfung des Vorschlags mittlerweile keinen Zweifel, dass eine solche Regelung, wie sie hier vorgeschlagen worden ist, mit Artikel 12 des Grundgesetzes vereinbar ist. Und ist es sogar so, dass die vorgeschlagene Einführung einer behördlichen Prüffrist die Rechtssicherheit für die Betroffenen erhöht? Sie müssen zukünftig nicht damit rechnen, monatelang oder gar jahrelang in irgendeiner Warteschleife zu hängen, bis irgendeine Behörde Ihnen dann mal sagt, ob Sie diesen Job jetzt machen dürfen oder nicht machen dürfen. Die Prüffrist, die ist aus meiner Sicht ein Fortschritt und im konkreten Zusammenhang würde ich fast auch sagen, eine Notwendigkeit. Denn was wir ja in der Tat nicht wollen, wir wollen nicht die Berufsausübung nach Ausscheiden aus dem Amt oder aus dem Dienstverhältnis generell verunmöglichen, sondern wir wollen dafür sorgen, dass solche Beschäftigungen nicht in Konflikt geraten mit den vorherigen Aufgaben eines Senatsmitglieds, einer Staatssekretärin, eines Staatssekretärs, einer Landesbeamtin oder eines Landesbeamten. Und da finde ich eine Entscheidungsfrist von 8 Wochen durchaus angemessen. In der Frist wird man doch wohl erwarten können, dass eine Behörde prüfen kann, ob eine Interessenkollision vorliegt oder nicht. So. Und lieber Herr Zimmermann, also es handelt sich nun, weiß Gott, nicht um eine gesetzliche Vermutung für Interessenkollisionen. Dann müsste ja da drin stehen im Gesetz, es liegt eine Interessenkollision vor, Gegenteiliges ist zu begründen. Das ist doch Quatsch, das steht dort nicht. Es handelt sich um eine Verfahrensvorschrift. Und zwar eine Verfahrensvorschrift, die dem Senat ermöglichen soll, binnen einer bestimmten Frist zu prüfen, ob eine Interessenkollision vorliegt oder nicht vorliegt. Nirgendwo in dem Gesetz, weder im Landesbeamtengesetz noch in dem Vorschlag der Grünen steht drin, wir unterstellen mal per se, dass Amtsträgerinnen und Amtsträger, die einen bestimmten Job gemacht haben, sei es Senatsmitglied oder Staatssekretärin oder Staatssekretär, wenn sie danach irgendeinen Beruf aufnehmen, in eine Interessenkollision geraten. Das steht da nicht, das ist Quatsch. Insofern, Herr Zimmermann, sorry, haben Sie am Thema vorbeigeredet. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Linksfraktion wird dem Antrag hier heute zustimmen. Und Herr Zimmermann, Sie hatten 2 Jahre und 3 Monate Zeit für den Fall, dass das wirklich so wäre, dann mal einen Vorschlag zu machen, wie Sie es gerne regeln würden. Warum haben Sie die Zeit nicht genutzt?